Der Bandscheibenvorfall. Ein Thema, welches immer wieder auf neue Fragen stößt. Und ich möchte dir in diesem Video mal ganz kurz erklären, was du für Übungen überhaupt bei einem Bandscheibenvorfall machen darfst. Also bleib gerne dran, es wird ganz leicht erklärt und danach wird dir wirklich ein Licht aufgehen, denn es ist gar nicht so kompliziert. Damals, als ich in der Ausbildung war, hieß es, dass man beim Bandscheibenvorfall jetzt zum Beispiel keine Rotation machen sollte oder keine übermäßigen Bewegungen. Heutzutage ist es aber klar, dass diese Annahme der keine Rotation oder nicht übermäßigen Bewegung oder der Ruhephasen ein komplett falscher Ansatz ist. Denn bei einem Bandscheibenvorfall, egal ob in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule, ist es ganz wichtig, auf deine individuelle Schmerzgrenze einzugehen. Was meine ich damit? Du darfst im Endeffekt bei solch einer Verletzung, bei solch einer Symptomatik wie einem Bandscheibenvorfall, die Schmerzen auslöst, jede Bewegung machen, die in deiner individuellen Schmerzgrenze bleibt. Das bedeutet, wenn du jetzt aufgrund des Bandscheibenvorfalls ganz krasse und große Schmerzen hast und du nur noch spazieren gehen kannst, dann solltest du spazieren gehen und in Bewegung bleiben. Früher hat man immer gesagt, dass man eher im Bett liegen bleiben sollte, sich eher hinlegen sollte und nichts machen. Heutzutage weiß man, dass man anliegende Gelenke, Strukturen, Bänder, Muskeln, Sehnen, alles auch durchbewegen sollte, wenn diese eben in einer individuellen Schmerzgrenze bleiben. Natürlich ist ein Bandscheibenvorfall viel komplexer und sollte jetzt nicht nur auf solche banalen Sachen wie hey, beweg dich nur in deiner Schmerzgrenze begrenzt werden. Nichtsdestotrotz kommen ja natürlich immer Lähmungserscheinungen mit dazu oder irgendwelche Taubheitsgefühle in den Fingern, in den Armen oder in den Füßen. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig für dich, dass man zu wissen, dass man mit Annahme der aktuellen Studien ganz sicher sagen kann, dass du dich im schmerzfreien Bereich bewegen darfst. Egal ob jetzt Beugung, Streckung, Rotation, Seitneigung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn heutzutage wird leider oftmals noch viel zu oft verbreitet, dass man bei einem Bandscheibenvorfall Ruhe haben sollte. Und das ist wirklich eins der Dinge, die mir wirklich ganz, ganz sauer aufstoßen, denn man weiß, wenn man sich ein bisschen informieren sollte, dass ein Bandscheibenvorfall die Symptome beispielsweise 90% der Symptome beim Bandscheibenvorfall nach 6 Wochen abklingen. Das ist nämlich auch immer eine kleine Anekdote so nebenbei, das ist nämlich auch ganz, ganz schön zu sehen, gerade in der Praxis, denn viele Patienten oder Patientinnen kommen zu mir in die Praxis und der Bandscheibenvorfall besteht eigentlich schon ganz, ganz, ganz lange, so sagen wir 8-10 Wochen und sie bekommen aber erst nach 6 Wochen ein Rezept zur Physiotherapie. Wenn sie dann zur Physiotherapie kommen, sind meistens die Schmerzen schon so weit runtergegangen, dass sie wieder Mobilisationsübungen machen können. Das bedeutet, dass eigentlich der Körper sich schon selbst reguliert hat und die Therapie nach 6 Wochen eigentlich nur noch so ein i-Tüpfelchen drauf ist bei der Rehabilitation. Das bedeutet, gerade in der Anfangsphase, wenn du die Diagnose bekommen hast, Bandscheibenvorfall, ist es wichtig für dich, dass du dich so gut wie möglich bewegst in deiner individuellen Schmerzgrenze, dass du Gelenke, Sehnen, Bänder, Muskeln, alles mal durchbewegst, so gut wie es dir geht und dann eben auch schaust, dass du in Bewegung bleibst. Der größte Feind für unseren Körper ist Ruhe. Unser Körper ist nicht darauf ausgelegt, dass wir rumliegen bei Rückenschmerzen, sondern unser Körper ist darauf ausgelegt, dass er eben auch, wenn mal Muskeln verspannen, er bewegt wird. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du darfst gerne bei mir auf Instagram vorbeischauen. Dort habe ich noch viel, viel mehr zum Bandscheibenvorfall auch schon gepostet. Oder du schaust dir dieses Video hier an, was eben auch ganz, ganz viele Fakten, evidenzbasiert, dir aufführt. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und hoffe, dir konnte das Video einen kleinen Einblick geben, was du zu Hause machen darfst. Also nochmal zusammengefasst, du darfst alles machen, was in deiner individuellen Schmerzgrenze bleibt. Ansonsten gerne deine Fragen oder Anregungen in die Kommentare.